Jo, was geht ab, Leute? Ich bin heute mal wieder unterwegs mit meinem Fahrrad. Ich habe nämlich richtig Bock auf Fahrradfahren. Bin hier ein bisschen in der Umgebung von meinem Zuhause, gar nicht so weit weg. Weiß leider nicht, ob die Trails offiziell sind. Deswegen bitte, Leute, falls ihr sie erkennt, schreibt es nicht in die Kommentare. Wir wollten natürlich, dass diese Trails erhalten bleiben. Ich werde mich jetzt auf mein Fahrrad hauen und mit euch die Trails fahren. Ich nehme euch natürlich mit auf die GoPro. Bis gleich. Das war einer dieser Tage, an dem es endlich mal wieder trocken war. Nach tagelangem und wochenlangem Regen und schlechtem Wetter war es endlich mal wieder trocken. Ich hatte richtig, richtig Bock auf Fahrradfahren und ich hatte richtig Bock, einen neuen Trail zu finden. Den Trail zu finden hat sich als etwas schwierig erwiesen. Deswegen erspare ich euch das Ganze und wir sehen uns jetzt gleich oben. So, ich hoffe, die GoPro filmt. Ich werde jetzt diese Abfahrt wahrscheinlich nicht so viel reden. Eventuell mache ich euch Musik hinten drauf, weil ich werde mich konzentrieren müssen, damit ich hier nichts falsch mache. Also bis gleich. Entschuldigt bitte meine Bremsbeläge oder meine Bremsen. Da sind neue Bremsbeläge drauf. Und ich hatte noch keine Zeit gehabt, sie richtig einzufahren. Deswegen kann es sein, dass die noch ein bisschen quietschen. Die Leute, da macht so Bock, ey. Ich liebe es. Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln und Sprung. Ich glaube, da hinten drauf, aber gut. Versuch was wert. Und der reizt mich halt schon, ne? Aber das ist schon echt weit. Wenn man den zu kurz springt, dann cased man den. Und da bin ich halt leider prädestiniert für. Wie geht's hier weiter? Das ist ein Double, okay. Ich fahr mal bis nach ganz unten. Auch cool gebaut. Feiner Double. Und da sind wir unten. Schön gebaut, ey. Wirklich schön gebaut. Und habt ihr auch gesehen oben? Da lag eine blaue Mülltüte. Das finde ich übrigens wirklich cool. Und dann kann man sowas hier mitnehmen und reintun. Ich fährt's nochmal hoch. Und dann gucken wir uns mal die schwarze Leine an. Bis gleich oben. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, drückt den Abo-Button. Das hilft mir einfach dabei, diesen Channel weiter wachsen zu lassen. Und das gibt mir auch einfach mehr Ansporn, noch mehr Videos zu machen. Vielen Dank. Rechts, links. Ich bleib mal hier. Jo. Spitze. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Boah, sehr coole Line, auch sehr technisch. Gefällt mir gut. Nach ein, zwei Abfahrten hatte ich dann so langsam den Dreh raus und wusste so ungefähr, was wann nach welcher Kurve kam. Und habe dann mal versucht, ein bisschen schneller zu fahren. Thank you.
laufen lassen. Für den Sprung. Ui. Ah, ich trau mich denn nicht, ey. Mal gucken, wie weit das ist. 5 Meter. Naja, nicht ganz. Aha. Das nervt mich schon wieder. Ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt nicht mache, muss ich nochmal wieder hinkommen. Wiederum, so gut bin ich jetzt auch noch nicht. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich habe mich tatsächlich nicht getraut. Und das, ich bin der Meinung, also ich hatte auch vom mein Gefühl hat mir gesagt, du kannst diesen Sprung, aber ich habe es mich einfach nicht getraut. Und ich wollte an diesem Tag einfach nicht übertreiben und mich nicht irgendwie alleine im Wald verletzen. Deswegen habe ich das einfach auf ein anderes Mal verschoben und nehme dabei einfach einen Kollegen mit. Das wird, glaube ich, wirklich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier bin. Der Trail ist echt cool. Nur der Uphill ist halt ein bisschen, es gibt wohl offiziellen Uphill, der geht, also was heißt offiziell, das ist wohl ein Wanderweg, der geht hinten hoch, aber ist halt ein riesen Umweg. Ich habe gerade auch mit dem Local gesprochen, der meinte auch, die schieben hier immer hoch. Also alles nicht zu 100% optimal, aber dieser Sprung da unten reizt mich. Ich werde ihn jetzt einfach mal überrollen und auch mal meine Schnauze halten beim Fahren. Ich werde jetzt einfach mal von oben bis unten durchfahren und danach melde ich mich zurück. Den Sprung meine ich, den träume ich. Dann hier landen und dann den Double mitnehmen. Oh, das wäre so schön. Vielleicht nächstes Mal. Hui. Also Memo an mich selber, nächstes Mal an den Trails, wenn es geht, unten parken. Ich musste jetzt nochmal hochschieben und stand hier oben gerade und dachte mir so, boah, eigentlich könntest du nochmal runterfahren. Aber dann hätte ich ja wieder hochschieben müssen. Nach 5-6 Abfahrten dämmerte es dann auch schon so langsam und ich musste mich auf den Heimweg machen. Dabei hatte ich einfach durchgehend diesen Sprung im Kopf. Und ich hab den sogar jetzt noch im Kopf. Der wird auf jeden Fall noch gemacht, Leute. Ich fahre da nochmal hin und ich filme diesen Sprung. Und ich werde das auf jeden Fall euch zeigen. Aber davon mal abgesehen. Ich fand den Spot, der war richtig cool. Es gab 2 verschiedene oder 3 verschiedene Lines. Eine schwarze technische Line, dann eine flowige mit coolen Sprüngen. Der untere Teil war schon für etwas Fortgeschrittene, zu denen ich jetzt noch nicht gehöre. Aber ich finde, man kann da auch cool üben. Das einzig Problematische an diesem Spot ist eigentlich nur der Uphill, weil es keinen wirklichen gibt und man viel schieben muss. Aber das tut meiner Kondition ja auch gut. So Leute, das Fahrrad ist wieder am Hänger. Ich bin wieder im Auto. Ich bin völlig im Arsch von dem ganzen Hochschieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, im Moment gibt es wirklich YouTuber wie Sand am Meer. Der Unterschied zu mir ist, glaube ich, nur der, dass ich schlechter bin als alle. Und dass ich euch gerne mit auf die Reise nehmen würde, des Besserwerdens. Ich möchte gerne besser werden beim Mountainbiken und ich bin da sehr ehrgeizig.
Und ich hoffe, ihr habt Interesse daran, dabei zuzuschauen, wie ich versuche, besser zu werden, wie ich versuche, größere Doubles zu springen, wie ich versuche, schwerere Lines zu fahren, einfach generell besser zu werden. Und ich werde versuchen, wöchentlich so Videos hochzuladen jetzt, euch mitzunehmen auf die GoPro. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Video, weil ich habe da schon einen coolen Spot mir ausgesucht, den ich besuchen möchte, wo man auch recht gut springen üben kann. Und ich würde mal sagen, bleibt gesund, Leute. Macht's gut. Bis dann. Ciao.